Jo, meine Damen und Herren, wir sind wieder da und es geht hier weiter. Hoi! Mit der Maus, die wir gleich runterhauen. Es geht weiter. In dem guten alten Manager-Modus. In der Transferperiode bin ich aufgeregt. Ich liebe sie zu doll. Gegenangebot. Ich habe ihr können Grund, das Gehaltsangebot ist zu niedrig. Okay. Was hatten wir denn für ein Angebot gemacht? Okay, dann geben wir dem das, wenn er das will. Gerne, den Hasselbank. Wenn man das so ausspricht. Kriegen wir hier jetzt noch ein Angebot. Wir sind jetzt gegen den dritten ran. Ui, jetzt geht's aber los hier. Gegen den dritten South End, oder wie man das sagt. Manche können die S's irgendwie nie aussprechen. South End. Okay, Spieler verkauft. Johnson wechselt weg. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Power League. McNulty bleibt doch. Ne, den werden wir noch wegkriegen, traut mir. Wie haben wir denn jetzt? Schön, 11.202 Millionen. Super. Dann geht's jetzt auch in die nächste Partie. Und wir sehen uns, wenn ich die durchgezockt habe. Bis denn, tschö. Ja, wir verlieren 2-1. Es ist natürlich schwer, wenn man nicht... Wir versuchen immer in dieser Funktion zu spielen, aber... Es passt halt einfach nicht in letzter Zeit. Wir müssen einfach unsere neuen Spieler ranholen. Dann sollte das auch alles viel besser aussehen. Aber na klar, wir verlieren den Anschluss an oben und nicht nur das, sondern wir verlieren auch, wir rutschen langsam nach unten. Transferangebote 365, das haben wir denen doch angeboten. 365 plus Allen, so. Und Transferangebot inakzeptabel, 405, oh Gott, was? Aus vorhin können wir leider nicht zuschauen, obwohl wir sehr an den von ihm, ne, dann machen wir Ball weg und sagen 407,5. Das ist fair. Apropos, was hat der denn für eine Ausdauer? Okay, ganz okay. So. Haben wir diese Angebote gemacht, dann geht's jetzt auch weiter. Wir haben nur noch 4 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und 4 Punkte Rückstand, aber die haben auch ein Spiel mehr. Akzeptiert 325, sehr schön. Essentieller Stammspieler, sagen wir dem mal. Mir gefällt das hier und ich möchte. Okay, dann müssen wir dem Hasselbank jetzt nochmal ein neues Angebot machen. 5000 für 4 Jahre. Hoffentlich nimmt das an, weil den wollte ich eigentlich schon ganz doll haben, der rechts vorne ist. Oh Gott, bitte nimm an, Junge. Komm. Komm, Jungs. Komm. Immer noch keine Antwort. Jungs, komm bitte, nimm an. Ich hasse das, wenn die nicht annehmen. Abgelehnt. Oh, es geht alles schief. Es geht alles schief. Okay, dann sagen wir mal 575.000. Nochmal eins hoch. Und jetzt sind wir fast bei seinem Marktwert angelangt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon, Hasselbank, nimm an, komm zu uns, wir sind viel geiler. Brauchen Spieler wie dich, vor allem rechts außen, was ja so eine wichtige Position ist. Angebot akzeptiert. Essentieller Stammspieler. Der will aber wenig, das ist ja nett. Okay. Okay, kommt jetzt, Jungs, wir brauchen den Hasselbank, wir brauchen den Hasselbank, wirklich. Oh Gott, das ist ja wirklich nervenzerreißend. Angebot akzeptiert. Da kommt jetzt schon mal Wine. Super, wir haben einen Jungen, wir haben einen. Wir haben Marvel Wine und Hasselbank kommt auch. Ja, dann klappt doch alles plötzlich. Super. Top-Spieler verpflichtet. Neuverpflichtung, können wir gleich mal ins Teammanagement rein. Langsam nimmt das Team jetzt Form an. Marwene, tschüss, Wine, hallo. Zentral, dann spielt rechts jetzt, na klar, Hasselbank vorne ist der jetzt am Start. Jetzt müssen wir nur noch den links und Benze ab. Was geht eigentlich mit Benze ab? Wieso antwortet denn der nicht? Transferverhandlungen. Hä, Benze? Ach so, okay, der hat es nicht akzeptiert. Dann sagen wir 3000. Für 4 Jahre essentieller Stammspieler. Wir haben mal gar kein Angebot gemacht, okay. Dann halt so. Haben wir dem jetzt auch ein Angebot gemacht.
Dann geht's noch einmal weiter, bevor wir dann im Spiel gegen diese Typen sind. Oh Gott, und dann haben wir drei Spiele hintereinander. Ist das räudig, Alter. Das ist wirklich ekelhaft. Angebot abgelehnt, Benzea. Okay, dann geben wir dir halt ein besseres Angebot. Wo ist er denn hin? Benzea, neues Angebot unterbreiten. Oh Gott, wir haben nicht mehr so genug Gehaltsbudget. Okay, dann müssen wir jetzt noch mal kurz was machen. Warte, dann muss ich auch kurz die Transferangebote. Barry Nicholson hat ein Angebot. Das müssen wir jetzt mal kurz angucken. Angebot ablehnen. Ja, Angebot ablehnen, sage ich mal. Oder Gegenangebot von 80.000. So, 80.000, dann könnt ihr ihn haben. Den Nicholson und dann auch nochmal 50.000 Gegenangebot. 80.000. Ganz klar, nicht unter dem Marktwert gehen lassen. Und dann vom Nottingham Forest, da müssen wir aber auch wieder sagen, 450.000. Wir wollen ihn doch nicht unter dem, für was er wirklich wert ist, abgeben. So. Dann wollen wir hier jetzt nochmal kurz rein. Ja, laber. Transfers, Budgetzuweisung. Ziehen wir das mal so runter. So. Und dann können wir nochmal in die Verhandlungen gehen. Auf der Transferverhandlung. So. Wenn sie ja ein neues Angebot unterbreiten. Wir sagen, wir geben dir 3,5. 3,7. Komm, das ist ein gutes Deal, Alter. Lehn das nicht ab, du bist 18, komm zu uns. Okay, wir machen jetzt schnell ein Spiel und sind dann wieder da. Bis denn, nee, ciao. Das ist einfach zu krass. Hasselbank ist so ein absolutes Biest. Wir gewinnen 13-0 durch zwei Tore von Hasselbank. Und eins, hier sehen wir es, glaube ich, nochmal. Nee, das ist eine Chance, die er hatte. Nee, das Tor, einfach unglaublich, der Mann. Azraq mal mit einer 7,6, sehr schön. Zwei Schüsse aufs Tor. Zwei dann drinne, zack, aus fünf Schüssen aufs Tor. So, und es geht jetzt auch weiter, bevor wir hier vorbei sind. Ja, Hammer ist der. Also ich freue mich wirklich. Es ist ein super Spieler. Angebot akzeptiert. So, der nimmt an. Wer nimmt noch an? Okay. Transferangebot. Ne, 350 werde ich, wie gesagt, nicht annehmen. Für Barry Nicholson nochmal eins. Das nehmen wir jetzt an. 80.000 ist für mich auf jeden Fall okay. Und wie gesagt, werden wir hier bei der Forderung von 450.000 bleiben. Ist ja sein Marktwert. Wieso wollt ihr den denn nicht bezahlen? So viel ist er wert. Und dann können wir auch schon mal hier... Ups. Wieso kann ich jetzt nicht hier rangehen? Okay, warte mal kurz. Transfers. Ja, laber nicht. Okay. Transferverhandlungen zum Angebot annehmen. Jo, das nehmen wir auf jeden Fall an. Damit kommt auch unser nächster Spieler. Super. Benzea Spieler prüft. Das Angebot, sehr schön. Okay, dann können wir jetzt hier mal kurz ins Teammanagement. Ist der jetzt schon da? Doch, ja, hier ist er schon. Sehr schön, der wird bei uns rechter Flügel spielen. Es passt perfekt, weil er ist links, er hat einen Linksfuß, also wir werden die mal rumwechseln. Denn er hier, weil der ist Linksfuß, kann reinziehen, abschließen. Der ist Rechtsfuß, kann von links reinziehen und abschließen. Dann parken in der Mitte. Hier würde ja noch einer kommen. Wine ist auch das absolute Biest. So, jetzt brauchen wir nur noch den einen. Und der heißt Benzea. Hoffentlich nimmt das an. Neuverpflichtung. Okay, den haben wir ja jetzt schon reingepackt im 4-3-3. Parkin in der Mitte ist ja auch ein Hammerspieler. Ball ist rechts ein bisschen müde. Okay, wir brauchen auf jeden Fall, da müssen wir noch dem einen Typ das Vertragsangebot machen. Transferspieler, nee. Transferverhandlungen. Jensen zum Vertragsangebot. Uiuiui, der will aber viel. Das können wir dem nie im Leben geben. Wir sagen mal 3.000 für ein Jahr. Luis Essentieller Stammspieler. Zwei Jahre Torprämie. 10%. So.
So, das war's auch von dieser Episode. Wir sehen uns in der nächsten, wo hoffentlich dann Benzi am endlich kommt. Der lässt ja auf sich warten. Wir sehen uns. Bis dann. Tschö.